Die Suche geht weiter. Nach unseren Bekannten. Nach unserer Familie, kann man sagen, von Tomb Raider. Beziehungsweise von Lara Croft. Was war das bitte für eine letzte Folge? Richtig krass. Oh Mann, schwer verletzt. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Lebenszeichen. Suche sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Das kann was werden. Oh mein Gott. Und jetzt sag nicht, wir müssen hier rüber. Das ist ja hier pure Survival-Action hier. Mehr Survival in meinen Augen als Far Cry. Okay, ganz langsam. Jetzt schau nicht runter. Schau nicht runter. Oh, Backe. Nein. Fuck, ich muss echt langsam sein. Denn sonst verliere ich die Balance. Shit. Oh, Backe, nein. Oh, oh. Komm schon, Lara. Das schaffst du. Die Suche nach der Crew. Wo ist sie? Ihr wisst ja, dass wir hier mit Archäologen eigentlich auf diese Insel gekommen sind. Oh Mann, ich glaube, wir müssen jetzt hier rüberspringen, oder? Boah. Schnell weiter. Was ist das bitte für eine geile Atmosphäre hier? Oh mein Gott. Eine Leiter, oder? Ich schaff das. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein, nein. Oh Scheiße, das war überhaupt nicht gut. Oh mein Gott. Ja, Survival. Ich schaff das. Der Name selbst sagt's schon aus. Komm schon. Komm schon. Nach oben, nach oben, nach oben. Fuck. Und jetzt? Gott, das wird schwierig. Weiter, weiter. Oh oh. Rüberspring. Rüber, 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 rüber. Lass nicht los, Lara. Scheiße. Ich will gar nicht wissen, wie viele Knochenbrüche die schon hat. So oft, wie wir schon hingeflogen sind. Oh Mann, 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 Mann. Das stinkt nach Ärger hier. Und das gewaltig. Heiliger. Wände hinaufklettern. So sei es. Allerdings wie? Ah, ich verstehe. Doppelsprung. Oh Mann. Eine kleine Pause schadet auch nicht. Sams Tasche? Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Funkgerät, neue Ausrüstung erhalten. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Ein paar Lebenszeichen. Oh mein Gott, das ist hier echt Survival hier. Aber richtig, kann ich hoch hier? Komm schon. Was? Shit! Nein, was war das bitte? Küstenwald. Oh Gott, von da oben? Und ihr wisst ja vielleicht, wer Sam ist.
Eine gute Freundin von Lara Croft, die 22 Jahre alt ist, also ziemlich jung, ein Jahr älter als Lara Croft. Eine Übersetzerin von der Crew, die auch mal gerne feiern geht. Also ein typisches Girl. Ach du Scheiße. Ich will gar nicht wissen, wie Lara Croft momentan mit ihren Gefühlen hier abgeht. Das ist ja hinreißend, oder? Scheiße, ey. Jetzt bloß nicht nach unten gucken. Ich glaube, wir müssen hier durch. Immer langsam. Und warum hält sie sich die ganze Zeit den Magen? Ach ja, genau. Sie hat ja ein Loch da reinbekommen, leider. Von so einer Art Ast. Sieht verlassen aus. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel.
Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Sams Videorekorder. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Oh Mann. Ich muss etwas zu essen finden. Ja, und ihr wisst ja, die Sam, eine gute Freundin von Lara, diese dokumentiert sehr viel. Also die Dokumentation jetzt gerade, die ihr natürlich auch gesehen habt, ist auch immens wichtig jetzt für Lara. Was ist das bitte für ein geiler Wald? Und die Raben. Oh, Tiere. Ach du Scheiße. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht einfach durchrennen, denn man weiß nie in diesem Spiel. Und den irren Vorgänger, der uns verfolgt hat, den haben wir anscheinend abgehängt, oder tun wir nur so? Oh Gott, armer Kerl. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Oh ja, Frau gegen Wildnis, finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen. Ach, Hirsche können wir auch schon hier jagen, wie geil ist das denn? Boah, die Atmosphäre ist unglaublich. Unglaublich. So, und ich habe das dumpfe Gefühl, die liegen gerade feil, oder? Ja, klar. Zack, nehmen wir mal gleich mit. Dankeschön. Und jetzt am besten hier auf die Mauer. Beziehungsweise auf das Häuschen. Oh Gott, und jetzt einmal springen hier. Ja, das... Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Das glaube ich. Ohne Waffe kann man auch niemanden umbringen eigentlich. Ich brauche eine Waffe. Es sei denn, man erwürgt die Person. Oder schlägt sie nieder, aber das kann Lara bestimmt nicht so gut, denke ich. Ich glaube, ich muss jetzt mal hier rüber. Oh oh. Ich schaff das. Komm schon. Tu es. Shit. Jetzt. Fuck. Ich muss wieder die Balance halten. Jetzt. Komm schon. Boah. Das ging auf die Gelenke. Provisorischer Langbogen. Weiß ich noch, dass das noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Oh Gott. Okay. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Die Frage ist was? Wir können doch nicht irgendwelche Vögel essen oder Raben. Ach du Scheiße. Das ist für mich voll neu und die Entwickler haben auch in diesem Part hier versprochen, also in diesem Tomb Raider-Teil, dass das Spiel sehr emotional sein soll. Dass man einen Einblick quasi in das Leben von Lara Croft bekommt. Und ich finde, es kommt bisher sehr gut rüber. Ihr wisst ja, dass die Eltern verschwunden sind von Lara Croft. Bisher sehe ich kein Tier. Komm schon, Überlebungsinstinkt, sagst du was? Da hinten sind noch Pfeile. Nehme ich gleich mit. Aber wir können doch keine Raben essen, oder? Aber wer Hunger hat, würde auch alles essen, also so ist es nicht. Komm schon.
Hier muss es doch irgendwas geben. Da ist ein Hirsch. Komm schon, den holen wir uns. Ich hab ihn. Nein, noch ein Schuss. Er haut ab. Fuck. Der müsste langsam sterben. Okay, zwei Pfeile haben gereicht. Oh, Backe. Frau gegen Wildnis. Okay. Zurück zum Lager. Oh mein Gott. Wo ist das Lager? Haben wir überhaupt hier eine Map? Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Was war das bitte für eine Stimme wieder gerade? Etwas wie ein Mentor, oder? Und es pinkelt. Ich muss mich beeilen. Wo waren wir? Wo ist das Lagernummer? Das Lager ist da hinten. Beeilung. Und das Feuer brennt. Was für eine triste Atmosphäre, bitte. Heftig. Ah, wir haben neue Fähigkeiten freigeschaltet. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Blablabla, pipapo, ihr kennt's bestimmt. Vielleicht. Typisches Skillsystem wie fast bei jedem Spiel. Okay, tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Cool. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern. Und Lebensmitteltruhen. Oh oh. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Ja, das skill ich doch gleich, oder? Meistern, müssen wir meistern. Das ist ultra wichtig. Eigentlich, wenn wir auf Plündern gehen. Tada. Gemeistert. Vielen Dank. Da gibt's natürlich noch viel, 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 viel mehr, was wir meistern können hier. Knochensammler. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Hier gibt's einfach so viel. Ich will euch auch gar nicht damit langweilen, indem ich die Skills hier vorlese. Kartografie. Oh, Backe. Ziemlich Survival, Freunde. Sehr Survival. So, und dann können wir uns natürlich noch hier Fähigkeiten anschauen. Allerdings ein bisschen unübersichtlich, wenn ich ehrlich bin. Jäger-Upgrade. Ah, ich verstehe, okay. Alles klar. Nichts wie raus hier. Hier brauchen wir dann gar nichts mehr zu machen.